Solingen in Nordrhein-Westfalen. Berühmt und weltbekannt für seine Messer und Schneidwerkzeuge. Schon vor Jahrhunderten wurde hier die Wasserkraft der Wuppe genutzt, um mit Hilfe von Mühlen hochwertige Schneidwaren herzustellen. Das traditionelle Handwerk der Schmiede und Schleifer verhalf Solingen so zu seinem Weltruhm. Produkte aus Solingen nehmen heute eine führende Position auf dem Weltmarkt ein. Der geschützte Markenname Solingen steht dabei für Produkte von höchster handwerklicher Qualität. Eine der entscheidenden Erfindungen, die Solingen so weltberühmt machten, hatte Franz Güde, der Sohn des Firmengründers Karl Güde, in einer Novembernacht 1930. Mein Großvater hat in den 30er Jahren einen besonderen Wellenschliff erfunden, den Güde-Wellenschliff mit spitzen Zähnen. Wie man ihn hier an diesem Messer sieht, diese spitzen Zähne sind besonders gut geeignet, um Brot in schöne, gleichmäßige Scheiben zu schneiden. Heute liefert Güde seine Produkte in die ganze Welt. Güde steht dabei für kompromisslose Qualität und dies seit 4 Generationen. Das Unternehmen versteht sich als Produzent für Profis. Mit einem hohen Qualitätsanspruch an das Produkt hat sich Güde vor allem einen Namen bei Köchen und Schlachtern gemacht. Zu den Highlights der Produktpalette gehören Messer aus 300-fach gefaltetem Damaststahl, das ultimative Brotmesser Franz Güde, sowie asiatische Messer wie Santoku oder Chaidao. Güde besinnt sich dabei auf die hohe Handwerkskunst, die Solingen so erfolgreich gemacht haben. Die Messer der Kollektion sind Werkzeuge für Profis, aber auch für ambitionierte Hobbyköche. Händler für hochwertigen Küchenbedarf wie die Gebrüder Jürgens in Hamburg-Pöseldorf bevorzugen hochwertige geschmiedete Messer wie die von Güde. Maschinell gefertigte Massenprodukte taugen nicht für den hohen Qualitätsanspruch dieser Kunden. Güde ist der einzige Hersteller, der noch einen Doppelkropf macht. Und das hat zur Folge, dass die Messer richtig schön ausbalanciert sind. Das heißt, es ist nicht frontlastig, nicht hecklastig. Man kann sehr schön einfach mitarbeiten. Güde-Produkte führen wir, weil sie sehr hohe Qualitätsanforderungen haben und vom Design her eben auch ein bisschen ihren eigenen Weg gehen. Also grundsätzlich würde ich immer ein geschmiedetes Messer nehmen. Gegenüber einem gestanzten Messer hat es sehr viele Vorteile, dass man es sehr viel besser nachschleifen kann und schärfen kann. Und somit hat man das geschmiedete Messer mehrere Jahrzehnte im Haushalt. Das gestanzte Messer schmeißt man eben, ich sag mal, spätestens nach 5 Jahren in die Tonne. Deshalb sind die preisgekrönten Güde-Messer nach wie vor einzeln von Hand geschmiedet und geschliffen. Alle Messer sind aus einer hochwertigen, eisgehärteten Molybden-Vanadium-Stahllegierung. Messer aus diesem sogenannten Klingenstahl sind viel schärfer und haltbarer als Messer aus Besteckstahl. Für die Herstellung wird mit Hilfe einer Exzentra-Presse ein Spaltstück von einem 6 Meter langen Stabstahl abgetrennt. In der benachbarten Werkhalle werden die Spaltstücke auf über 1050 Grad erhitzt und danach in die gewünschte Form geschmiedet. Ja, wir befinden uns hier in der Schmiedehalle. Hier geht es mit Urgewalten zu Berge. Auf 3 Hämmern, die ein Mehrgewicht bis zu 2 Tonnen haben, bekommt das Messer seine Rohform. Der Bär fällt aus 1,50 Meter Höhe auf das grüne Stück Stahl, gibt ihm so seine Grundform.
Die enorme Kraft des Fallhammers bewirkt eine Homogenisierung des Stahls, wodurch seine Konsistenz gleichmäßiger wird. Nach dem Abkühlen hat der geschmiedete Rohling für die weitere Bearbeitung einen zu hohen Härtegrad. Deshalb wird er in einem Glühofen nochmals erwärmt und sehr langsam abgekühlt. Der Stahl ist jetzt weich und lässt sich weiter bearbeiten. An einer Exzenterpresse wird aus dem Schmiederohling die vorgesehene Klingenform geschnitten. Zum ersten Mal ist nun die Form des Messers zu erkennen. Für die Griffbefestigung werden mit einem Lochwerkzeug die Löcher für die Nieten gestanzt. Der Grobschliff am Umfang der Klinge wird vor dem Härten vorgenommen, um spätere Härterisse zu vermeiden. Danach folgt der entscheidende Härtevorgang, der für die Messerproduktion von außerordentlicher Bedeutung ist. Die Klingen werden in einem elektronisch geregelten Ofen auf über 1050 Grad erhitzt. Danach werden sie in einer Spannzange in ein Ölbad getaucht. Im Ölbad bildet sich ein Dampfpolster um die Klingen, wodurch eine gleichmäßige und milde Abkühlung gewährleistet ist. Das relativ schnelle Abkühlen führt zu einer molekularen Gefügeveränderung, welche die Härte des Messers verbessert. Dadurch erhält man eine hohe Schnittfähigkeit, eine Schnitthaltigkeit. Die Messer bleiben eben lange scharf und schneiden gut. Die Klingen werden nach dem Reinigen eisgehärtet. Dabei werden die Messer in einem Eisschrank auf minus 80 Grad Celsius abgekühlt, was zu einer weiteren qualitätssteigernden Gefügeveränderung führt. Um die inneren Spannungen abzubauen und den Stahl ohne großen Härteverlust flexibel zu machen, werden die Klingen nochmals auf 210 Grad erhitzt. Das sogenannte Anlassen, ein zweiter Anlassvorgang, erfolgt bei 180 Grad. Mit dem Richten und einer Sichtkontrolle wird die Rohwarenfertigung abgeschlossen. Als einer der wichtigsten Arbeitsgänge in der Messerproduktion folgt das Schleifen. Langjährige Erfahrung und größte Sorgfalt ist erforderlich, um den hohen Qualitätsanspruch, der vom Endprodukt erwartet wird, zu gewährleisten. Der Schleifstein verleiht der Klinge des Messers seine Keilform. Als nächstes wird das Griffstück und der güdetypische Doppelkropf geschliffen. Nach dem Schleifen haben die Klingen eine relativ raue Oberfläche, die zur Erzielung der Rostbeständigkeit noch geglättet werden muss. Diesen Arbeitsgang bezeichnet man als Plisten. Edle Hölzer wie Olive, Eiche oder Pflaume werden für den Messergriff verwendet. Die vorgefertigten Holzstücke werden genau angepasst und danach mit drei Nieten am Griffstück befestigt. Für die Griffe, die man in der Fachsprache als Heft bezeichnet, stehen neben edlen Hölzern auch spülmaschinenfeste POM-Kunststoffe zur Verfügung. Die Dreifachvernietung stellt bei Qualitätsmessern ein Gütemerkmal dar. Nach der Montage werden die Griffe geglättet. Das Ausmachen ist reine Handarbeit. Dabei werden Übergänge und Nieten durch immer feinere Schleifmittel geebnet.
Wir stellen auf traditionelle Art ein traditionelles Produkt her. Dies ist recht kompliziert und Messer muss während des Produktionsdurchlaufes 60 Mal in die Hand genommen werden. Und dazu braucht man also sehr viel Fingerspitzengefühl, dass man beim Schleifen zum Beispiel nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig wegschleift. Unsere Produkte verlangen also noch etwas Grips und das Mitdenken der Mitarbeiter bei der Produktion, dass wir hinterher ein schönes, perfektes Produkt haben. Bei all diesen Arbeitsschritten ist die laufende Kontrolle aller Oberflächen erforderlich, um die hohe Qualität sicherzustellen. Eine Automatisierung würde hier zu Qualitätseinbußen führen. Das Firmenlogo wird auf elektrolytischem Wege vom Firmenchef persönlich auf die Klinge geätzt. Das Messer hat nun alle Produktionsstufen vom Rohling bis zum fertigen Messer durchlaufen. Die Messer sind bisher in den gezeigten Herstellungsstufen nicht geschärft worden. Den Vorgang des Schärfens nennt man Abziehen. Mit größter Sorgfalt wird die Schneide nun abgezogen und ist nun haarscharf. Doch was sagt der Profi? Zu Gast bei Spitzenkoch Alexander Cibul. Ja, das ist ein sehr schönes Schneidemesser. Schön scharf. Wichtig ist, dass das Messer gut ausgewogen ist. Das heißt, Griff und Klinge sind in Einklang, ist nicht kopflastig. Gute Haptik. Schneidet sehr gut. Nach einigen Schnitten gibt der Spitzenkoch sein Urteil. Ja, sehr schönes Messer. Sowas sollte in keinem Profi- oder Hobbykoch-Sortiment fehlen. Absolut.